Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, waren Sie schon einmal bei einer Ballontaufe mit dabei? Am Freitag, den 19. Juli 2024, fand hier auf dem Altöttinger Sportplatz die feierliche Taufe des neuen Firmenballons der Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft statt. Und wir waren für Sie mit dabei und zeigen Ihnen nun ein paar Impressionen. Der Abend begann um 17.30 Uhr mit dem Eintreffen der Gäste. Anschließend folgten Begrüßungsworte durch Ernst Steuger, Mitglied der Geschäftsleitung der Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft, dem ersten Bürgermeister von Neuöttingen, Peter Haugeneder, sowie dem Teamleiter vom Ballonteam der Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft, Wolfgang Oberlohr. Der neue Firmenballon der Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft GmbH symbolisiert Innovation und Fortschritt im Unternehmen. Mit seiner Taufe möchte die Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft nicht nur die Bedeutung von Teamgeist und Zusammenhalt unterstreichen, sondern auch die Verbundenheit mit der Region Altötting zum Ausdruck bringen. Warum nun ein zweiter Ballon angeschafft wurde, erfahren wir nun von Ernst Steuger. Es ist nichts Neues. Wir haben schon einen Ballon, der ist schon 11 Jahre alt. Der ist aber auch noch gut und wir haben uns entschlossen, einen neuen zu holen, damit wir den anderen Ballon auch nach Nordbayern transferieren können. Somit haben wir in Nordbayern Nürnberger Wach und Schließ nach Nürnberg und im südostbayerischen Raum und Österreich die Abdeckung. Hintergrund ist einfach, dass wir sehr viele soziale Projekte damit unterstützen, viele Gutscheine ausgeben, die dann in der Tombola natürlich einen guten Umsatz erzielen. Auch der Nachfolger wurde eigens für die Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft angefertigt und steht für die Werte und Ziele, die das Unternehmen verfolgt. Seine Gestaltung und die Aufschrift mit dem Firmenlogo machen ihn zu einem unverkennbaren Markenzeichen, das in den Himmel über der Region aufsteigen wird. Was muss man denn dafür tun, dass man zur Ballonfahrt vielleicht auch gewinnen kann? Oder wie kommt man zu so einer Ballonfahrt? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann die Ballonfahrt auch ganz normal kaufen beim Ballonteam Altötting. Oder man schaut, wo eben Preise ausgelobt sind, wo NWS-Ballongutschein der erste Preis ist oder vielleicht auch nur der dritte oder vierte. Da kann man sich dann gerne auch mit beteiligen. Da gibt es genügend Möglichkeiten, ganz speziell jetzt auch hier im Landkreis Altötting. Im Anschluss daran fand die feierliche Taufe durch Pater Andreas vom Bruder Konrad Kloster statt. Waren Sie denn schon mal bei einer Ballontaufe mit dabei? Nein, das ist das erste Mal, wahrscheinlich auch das letzte Mal. Es ist ja ein sicher seltenes Ereignis. Und im Hintergrund sieht man schon, jetzt wird er gerade aufgeblasen. Das ist ja eigentlich auch ein ganz ja, faszinierendes Ereignis, oder? Ja, ich finde schon, wenn sich der so füllt. Und es sind ja immerhin, so ist mir gesagt, 3000 Kubikmeter, die das umfasst, schon sehr imposant. Und die Nürnberger Wach und Schließ ja, haben da schon was Imposantes ja dargestellt heute. Und natürlich auch immer, wenn der Ballon fährt, sieht man ja den von der Weiden und auch das Logo von der NWS. Für Mitglied der Geschäftsleitung Ernst Steuger ist die Faszination Ballonfahren einzigartig. Nicht nur mitgemacht, das gibt natürlich immer irgendeine Initialzündung und ich habe selber seit 1989, genauso wie der Wolfgang Oberlohr, am Pilotenschein und dadurch ist auch grundsätzlich erst einmal die Idee entstanden, dass man sagt, okay, Mensch, wir könnten eigentlich von der Firma selber einen Ballon kaufen und damit auch Marketing machen und vor allem halt auch damit Projekte unterstützen und da kann man Hobby, Spaß und das Geschäft miteinander verbinden und die Idee ist bis heute ganz gut aufgegangen. Die Ballontaufe war zweifellos ein einzigartiges Ereignis. Wir wünschen dem neuen Firmenballon der Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft GmbH allzeit eine sichere Fahrt und eine sanfte Landung. Die feierliche Ballontaufe hier auf dem Altöttinger Sportplatz war definitiv ein absolutes Highlight. Und mit göttlichem Segen kann eigentlich gar nicht mehr so viel schief gehen. Wir wünschen allen Ballonfahrern weiterhin eine gute und sichere Fahrt und natürlich auch wieder eine glimpfliche Landung hier auf der Erde. Bis dahin alles Gute, Ihre Nicola Koska.